Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur Folge 4 von Telemar. Wir haben unsere fantastischen Heldinnen verlassen, als ihr gerade in der Taverne zur eisernen Stimme hineingetorkelt seid, mehr oder weniger, hineingefallen und eine rote Tür gesehen habt, was sich dahinter wohl verbirgt. Eine rote Tür mit einer Faust vorne darauf, was das wohl bedeutet, das werden wir heute vielleicht herausfinden, wenn ihr euch gut anstellt. Wir befinden uns also in der Taverne des Eisernen Stimme. Ihr seid gerade durch die Tür gekommen und ja, drin ist es relativ laut. Viele Leute sitzen dort herum in kleineren Grüppchen, trinken Bier, teilweise auch härtere Alkoholiker und schauen ein bisschen bedröppelt rein. Es wird in Flüstertönen diskutiert. Aus allen möglichen Ecken hört ihr verschiedene Stimmen und als ihr reinkommt, wenden sich so alle ein bisschen zu euch, gucken euch einmal an, mustern euch einmal. Und wenden sich dann wieder ihren Gesprächen zu. Rechts auf der Seite befindet sich ein langer Tresen, hinter dem eine Barfrau steht, eine Elfin, die gerade dabei ist, für zwei Menschen, die da vorne sitzen, kurze einzuschenken und die rüber zu schnipsen. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Treppe, die nach unten geht, ein paar Stufen, und eine rote Tür mit einem Faustsymbol vorne drauf. Wer ist denn vorgegangen von euch? Ich glaube, Dinda war es nicht. Doch, ich habe Dinda vorgeschoben. Ja, ich bin direkt hinterher. Ja, du hast Dinda vorgeschubst, genau. Durch die Tür. Dann gucken die Leute dich einmal an, mustern dich einmal so. Ich nehme so die schwarze Robe und ziehe so ein bisschen über meine gelben Sachen, aber die schauen so ein bisschen noch raus. Hallo in die Runde. Nicht, die Kaiserin sei nicht gegrüßt. Leute haben dich schon wieder komplett ignoriert. Okay. War das so richtig? War besser. Haben wir die rote Tür schon gesehen? Ihr habt die schon gesehen, okay. Ja. Die ist relativ offensichtlich. Ich stupse weiter so an. Glaubst du, das ist die Tür, von der meine Mutter geschrieben hat? Ich bin mir immer noch nicht so sicher, Leute. Vielleicht... Was spricht denn dagegen? Naja, weißt du, meine Mutter und ich, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Sie hat uns einfach verlassen und... Also meine Mutter ist auch ziemlich schwierig, aber ich glaube, am Ende mag sie mich trotzdem. Und sie hat ja diesen Brief geschrieben. Aber meint ihr wirklich, dass das... Vielleicht hat sie auch einfach nur den Verstand verloren. Ich meine, sie hat nie erklärt, warum sie gegangen ist und... Aber bist du nicht neugierig? Warum? Ja. Also das wäre jetzt deine Chance, irgendwo auch mal Antworten zu kriegen. Und ich finde, die hast du verdient, oder? Du bist ja auch nicht alleine. Und vor allem, wenn sie einfach so gegangen ist und dir dann einen Brief schreibt, dann wäre das, glaube ich, schon gut, um Antworten zu bekommen. Wir stehen hinter dir. Ja. Falls irgendwas ist, wir gehen sofort raus. Du meinst rein? Oder, ja, auf jeden Fall stehen wir hinter dir. Okay. Okay, machen wir das. Und weiter tritt an die Tür und... Ihr tretet ein Stück nach vorne, ja. Und dann fühlt Amos eine Hand auf seiner Schulter. Dreht sich um und dort steht Sora in einem langen schwarzen Mantel und guckt dich sehr entgeistert an. Hey, Sora, was machst du denn hier? Tust du hier? Wieso? Was machst du denn hier? Haben sie dich eingeladen? Wer? Ja. Und wer sind die? Meine Eltern haben mich gezwungen, zum Splitterfest zu gehen. Ja, das habe ich bemerkt. Sollt ihr nicht eigentlich verschollen sein oder so? Überall hängen so Plakate von euch? Wir sind ja noch verkleidet. Kurze Frage, wir sind verkleidet. Stimmt, ihr seid noch selbst verkleidet, Entschuldigung. Vollkommen richtig. Du bist auch selbst verkleidet, ne? Stimmt. Aber man kann sie ja durchschauen, die Verkleidung. Ja, stimmt. Dann, okay, alles gut. Dann ihr beide, genau. Aber die fragt trotzdem, wer ihr seid. So. Ja. Freunde. Aha, Freunde. Ja. Okay. Amos hat keine Freunde. Jetzt schon. Ich habe die Leute beim Splitterfest kennengelernt. Okay, du bist also zum Splitterfest gegangen und hast da neue Freunde gefunden. Woher kommen diese neuen Freunde so? Ich komme aus der Gartenstadt. Ja, das ist mir aufgefallen, ja. Aus dem Tempel der. Naja, wir sind alle in das letzte Team einsortiert worden. Das heißt, es sind genauso. Und jetzt rennst du hier Leute mit den Kaiserin-Treuen rum? Ist das die Art und Weise, wie wir jetzt. Hast du mich gerade eine Kaiserin-Getreue genannt? Keine Ahnung, wer du bist. Aber der hier
Sieht auf jeden Fall so aus, als würde er jetzt mindestens täglich einmal beten. Und das ist ja, okay, echt ekelhaft. Ja. Dreimal. Ja, natürlich. Ich dachte, wir wollten kämpfen gegen solche Leute, Amos. Ich dachte, es geht Gewalt, wir beide Gewalt gegen den Rest. Gewalt ist Dinder? Nie eine... Weißt du, Dinder hat uns jetzt schon so viel geholfen und irgendwie... Okay, ihr habt euch also gegenseitig geholfen, so wie es die Kaiserin will, Einigkeit und so, Händchen Nein, halten? Nein, nicht wie es die Kaiserin will. Das ist Bullshit, will. Das weißt du doch genau. Ja. Wow, also Amos, ich habe keine Ahnung, was bei dir gerade abgeht, aber das ist mir echt zu viel. Okay. Also, komm, mach was du willst. Ich muss erst mal raus. Und sie dreht sich um und geht. Woher kennst du die? Die war jetzt aber nicht besonders freundlich. Ein bisschen recht hatte sie schon. Mhm. Naja, aber wir haben uns ja gegenseitig geholfen. Wir sind doch und wir sind haben eine Einheit. Die Hände gehalten. Und wir haben Hände gehalten. Dein Buch erwärmt sich. Ja, ich schlag's Gedanken verloren auf. Da drin steht, wir brauchen sie nicht. Deine Aufgabe ist wichtiger. Jetzt ist doch nicht die Zeit. Ich schlag's noch Gedanken verloren wieder zu. Jetzt ist doch nicht die Zeit, ins Tagebuch zu schreiben. Wir müssen durch die Tür. Ihr habt gesehen, er hat nicht reingeschrieben. Er hat nur reingeguckt. Ah. Harry legt dir so seinen Arm auf die Schulter. Ist da ein Ventil von deiner Rüstung irgendwie gerade am Austreten? Danke, Harry. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Wir müssen zu der Tür. Und das am besten so schnell wie möglich, damit wir endlich vorankommen. Ihr seht, wie Weider einmal tief durchatmet und an die Tür rantritt. Und sie möchte sie etwas genauer untersuchen. Es ist eine sehr schwere Holztür, die auch schon ein bisschen alt aussieht. Also auch die rote Farbe blättert an einigen Stellen schon ab. Mhm. Und in der Mitte befindet sich so ein kleines Guckloch. Und da vorne ist eben diese Hand in so einem eisernen, also wie so ein eisernes Symbol, was da drauf genagelt Hand wurde. Hand oder Faust? Faust. Eine Faust. Ja. Okay. Ist da eine Klinke, ein Knauf an der Tür? Es gibt ja so einen Hebel, wo man halt ziehen kann, um die zu öffnen. Okay, sie würde einmal den Hebel... Ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Mhm. Und der Schlitz, der in der Tür eingelassen ist... Der ist geschlossen. Der ist genau. Auch geschlossen. Mhm. Dann würde sie einmal anklopfen. Mhm. Du klopfst. Ein paar Minuten später öffnet sich dieses Schiebedoch. Passwort! Guck mal auf deinen Brief. Ist da ein Passwort? Zeig doch einfach den Brief. Vielleicht, Rote Faust? Ich glaube, du gehörst hier nicht hin. Und sie zieht wieder zu. Ich klopfe nochmal. Eine Sekunde später, bevor du klopfen kannst, geht die Scharnier wieder auf. Guckt euch alle genau an, die Augen, die dahinter zu sehen sind. Mhm. Wow. Okay, ich glaube, ihr habt einiges zu erzählen. Okay, kommt rein. Tür öffnet sich und dahinter steht ein Zwerg auf so einer kleinen Leiter. Geht die Leiter wieder runter. Der sieht ein bisschen abgerockt aus, hat eine Lederrüstung an. An der Seite trägt der eine Handaxt, die relativ schartig schon aussieht. Und so einen schweren Mantel um die Schultern. Der guckt euch so ein bisschen an. Ich habe euch gesehen. Also zumindest dich habe ich gesehen. Im Tempel oben? Nein. Ihr seid doch Team 13 Splitterfest oder so? Mhm. Ganz okay. Genau. Wie der Halbe mit euch Teile, sprechen wollen. Teile davon. Komm mit. Na los, komm mit. Und ihr seht, wie vorne geht so ein kleiner Gang runter und dann geht es eine Treppe runter. Aber wer seid ihr denn? Also ich meine, ihr kennt mich. Das geht euch erstmal einen Scheißdreck an. Ich halte meinen Bogen und mein Schwert bereit. Einfach. Deinen Bogen kannst du hier nicht für ausrichten. Also ich glaube schon, dass sie ein bisschen was ausrichten kann. Wir haben das schon gesehen. Hast du schon mal versucht, einen Langbogen in... Bänken Räumen zu schießen, ist gar nicht so einfach. Ich bin da mehr so der Dolchwerf. Ich halte mein Kurzschwert bereit. Fang keinen Ärger an. Weider, ist das, was du erwartest? Ihr sollt keinen Ärger nicht, anfangen. Das ist definitiv nicht meine Mutter. Sehe ich aus wie deine Mutter oder was? Naja, sie ist auch recht klein, aber der Bart ist irgendwie anders. Weil alle kleinen Leute irgendwie gleich sind oder was? Nein, naja. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay, alles klar. Komm bitte mit. Lass uns hier nicht weiter quatschen. Ich muss die Tür wieder zumachen. Nein, wer sind Sie denn überhaupt? Widerhall wird alles erklären. Na los. Amos, würfel mal bitte Intelligenz. Schöner Plus-Null-Wurf. Eine 11.
Widerhall ist der Name der Anführerin der Roten Faust. Mhm. Also, du bist ganz tief drin. Ich weiß nicht, ob wir einfach so einem bewaffneten Zwerg, der uns bedroht, einfach... Ich habe euch nicht bedroht. Sehen wir, dass Amos den Namen kennt? Also registrieren wir das? Ja. Ich bin auch immer noch so ein bisschen apathisch von der Situation davor. Also ich laufe gerade eher so ein bisschen mit und versuche, die Dinge einzuordnen. Also ich würde sagen, es geht hier um Vaidas Mutter. Also Vaida, du entscheidest jetzt. Mein Bauchgefühl sagt, lass da rein. Ich meine, zur Not müssen wir uns halt rausgehen. Also rein oder raus? Das ist ja wie bei meiner Katze zu Hause. Ich sitze auch immer vor der Tür und weiß nicht, ob sie rein oder raus Jetzt halten Sie doch endlich mal den Mund. Ich suche meine Mutter. Sie sehen wirklich nicht aus wie meine Mutter, auch wenn die Statur vielleicht stimmt. Haben Sie... Ein Satyr? Ein Satyr? Ich? Deine Mutter. Nein, wieso? Na Moment mal, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Naja, vielleicht... Ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Weiter Tippfefahren ist mein Name. Ich bin Jungredakteurin beim Bruggensteiner Boten. Den haben Sie doch bestimmt schon mal gelesen, oder? Nee. Ich habe nur Gutes darüber gehört. Sie ist die beste Reporterin, die ich je kennenlernen durfte. Ich frage jetzt noch einmal. Rein oder raus? Rein. Rein. Danke. Ich mache die Tür hinter euch zu. Ich mache so einen schweren Riegel davor. Ihr folgt dem Zwerg nach unten in die Kellergewölbe unter der eisernen Stimme und kommt in einen großen Raum, in dem links und rechts mehrere Stockbetten stehen, als würden hier Leute leben. In denen sitzen teilweise Leute, reden miteinander und gucken jetzt ein bisschen interessiert, als ihr hereinkommt. Alle tragen, sind bewaffnet, teilweise mit Handarmbrüsten, teilweise mit Kurzschwertern, mit Handäxten. Alles Waffen, die auch ein bisschen improvisiert aussehen, habt ihr das Gefühl. Und die gucken euch alle still an und verfolgen jeden eurer Schritte. Am Ende dieses relativ großen Raumes, also ihr denkt, es war vielleicht mal ein Lagerraum oder so etwas, mehrere Säulen, trennen so den Raum so ein bisschen. Und ganz am Ende ist so ein Halbrund und da steht ein riesiger Tisch. Ein riesiger Tisch und darauf ausgebreitet ist eine Karte, die aussieht wie eine Karte von Bruggenstein. Hinter der Karte lehnt eine Frau über den Tisch mit lila Haut und zwei Hörnern, die geformt sind, die aussehen, als würden sie aus reinem Mana-Stein sich formen und aus ihrem Kopf herauswachsen. Leuchten auch so leicht bläulich und als sie hereintretet, blickt sie nach oben und durch den Raum seht ihr ihren stechenden, violetten Blick und sie trägt eine schwarze Kutte mit rotem Innenfutter und ansonsten wenig Schmuck, sehr schmucklos, trägt sonst wirklich komplett schwarz und guckt euch leicht interessiert an, als ihr näher tretet. Und der Zwerg geht einfach geradeaus und geht einfach vor. Ich habe jemanden gefunden. Was soll das heißen, gefunden? Na, du weißt schon. Sie lehnt sich so ein bisschen auf den Tisch, guckt euch genau an. Erstmal möchte ich euer wahres Gesicht sehen. Ich lasse die Selbstverkleidung fallen. Hi, ich bin Milva. Amos. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen im Raum um. Ich sehe jetzt niemanden, der aussieht, als ob er mich in den Knast stecken würde und lass die Selbstverkleidung fallen. Auch. Komm her. Ihr seid dieses Team 13, von denen alle Leute reden, oder? Ja. Mhm. Hm. Ihr habt ein Problem, liebe Leute. Ich hoffe, es ist euch klar. Mhm. Könnt man so nennen. Wir suchen Telema. Ihr sucht was? Habt ihr von Telema gehört? Wo habt ihr das gehört? Das haben wir aufgeschnappt. Ein Verrückter. Das haben wir aufgeschnappt. Bei einem Verrückten habt ihr es aufgeschnappt? Ja, sozusagen. Lügt mich nicht an. Er ist schon sehr lange tot. So. Wer war dieser Verrückte? Er hieß Fuchs mit Nachnamen. Ganz kurz, also ich will jetzt auch nicht unhöflich wirken, aber könnten Sie sich vielleicht noch kurz vorstellen? Schließlich haben wir uns auch vorgestellt. Sie lacht leise in sich hinein. Mein Name ist Widerhall. Nein. Oh nein. Fanboy. Ich. Kennst du die, Amos? Wer ist das? Das ist die Anführerin der Roten Faust. Und was ist die Rote Faust? Willkommen.
in unserem kleinen Reich. Ich hoffe, ihr fühlt euch heimisch, auch wenn einige von euch sicherlich normalerweise nicht hierher gehen würden. Weiter zieht ihre Kapuze etwas weiter runter. Ich halte mich so hinter allen. Also ich steh auf keinen Fall ganz vorne. Es ist auf jeden Fall praktisch, jemanden hier zu haben, der die Tochter des Herolds der Kaiserin ist. Und ein Jungpriester aus dem Tempel. Wisst ihr, wie viel Geld wir für euch kriegen könnten? Oder andere Sachen, Waffen eintauschen oder so. Das ist großartig. Sie wollen uns eintauschen gegen Waffen? Entschuldigung, ich will nicht nochmal unhöflich sein, aber könnten Sie vielleicht mir ein Autogramm in meinem Buch geben? Auf gar keinen Fall. Okay. Harry stellt sich so ein klitzekleines bisschen zitternd vor die beiden. Oh, da ist jemand mutig. Interessant. Gefällt mir. Nette Rüstung. Kannst du auch ohne die was? Gefällt Ihnen meine Rüstung? Die habe ich selber gebaut. Ja, sieht's ja aus. Hören Sie auf, sich über ihn lustig zu machen. Er hat viel Arbeit in seine Rüstung gesteckt. Mach mich nicht über ihn lustig. Ich will wissen, wer ihr seid. Ich dachte, Sie wissen, wer wir sind. Ich will wissen, warum ihr hier seid und was ihr über Telema wisst. Also wir sind hier, damit wir uns hier mal kurz alle wieder beruhigen. Wir sind hier, weil unsere liebe Weida ihre Mutter sucht. Und alles andere muss jetzt auch überhaupt nicht ihre Sorge sein. Und du hast ein Rascheln aus einem der Betten. Und eine Frau steht auf mit einem langgrünen Kleid, was komplett geschmückt ist in Federn, Baumrinden und anderen natürlichen Dingen, die so in der Natur vorkommen, hat sie sich anscheinend angehängt. Und wie sieht deine Mutter aus? Meine Mutter ist eine kleine, menschliche Frau tatsächlich. Sie hat lange, dunkle Haare in ganz dünnen Zöpfen geflochten, die am Hinterkopf zusammengebunden ist. Und sie hat ein sehr weiches Gesicht, was aber für mich inzwischen älter wirkt. Und sie kommt wortlos auf dich zu und umarmt dich einfach. Mit einer tiefen, innigen Umarmung. Ich verharre so ein bisschen bewegungslos. Ich erwidere die Umarmung nicht gleich, aber dann falle ich in ihren Arm und drücke mein Gesicht ganz, ganz tief an ihre Schulter und sage: Du hörst, wie sie dir zuflüstert. Du hast mich gefunden. Ich habe dich vermisst. Es tut mir alles so wahnsinnig leid. Du weißt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab dich auch vermisst. Aber ich verstehe nicht, was hier los ist. Warum bist du gegangen? Und warum bist du jetzt hier? In der Nebelstadt? Ich hatte keine Wahl. Ich hab's doch geschrieben. Es ruft mich. Was ruft dich? Alles. Ich habe Stimmen in mir, die schreien. Ich fühle nichts anderes als Qual um mich herum, überall. Eine ständige Wut, einen ständigen Schmerz, der von überall auf mich hereinströmt, von außen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Und ich löse mich sofort aus der Umarmung und trete einen Schritt zurück und sage: Sie ist verrückt! Sie ist verrückt! Sie ist nicht verrückt. Es ist der Nebel, der langsam in uns alle hineinkriecht. Seit wann ist es schlimmer geworden? Entschuldigung, dass ich mich gerade einmische. Es ist schon lange schlimm, aber es wird immer schlimmer. Ich habe Kopfschmerzen, ich träume von... Ich habe Visionen von der Natur, die übermannt wird. Von Welche Farbe? Allen, die sterben. Welche Farbe hat der Nebel in Ihren Visionen? Rot. Ich gucke meine Gefährten an. Ich glaube, wir können hier mehr rausfinden, als nur euch wieder zusammenzuführen. Harry stupst dich so ein bisschen an und sagt: Also ich will jetzt auch nicht irgendwie, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber geht's dir gut? Meine Mama ist auch irgendwie komisch geworden. Also ich habe sie nie so ganz verstanden, aber sie wird immer unruhiger und immer besorgter und ich weiß aber nicht warum. Und irgendwie macht das jetzt alles irgendwie sehr viel Sinn.
Beides Mutter kommt zu dir, guckt dir tief in die Augen, hält die Hand auf deine Schulter. Du bist auch mit ihr verbunden. Alles schreit. Alles stirbt. Und du und deine Mutter, ihr fühlt es auch, oder? Ja, ich merke es auch in meinen Vögeln. Mit wem verbunden? Allem. Allem, was außerhalb der Stadtmauer ist. Auch wenn, so wie du aussiehst, tut mir leid, aber du wahrscheinlich nicht viel Erfahrung damit hast, aber alles, was außerhalb der Stadtmauer ist, ist zum Tode verdammt. Mein Vater hatte recht, sie ist verrückt. Seht ihr es denn nicht? Ich bin nicht verrückt, Vaida. Ich wünschte, ich könnte dir in irgendeiner Form das zeigen, was in mir, was ständig mein Begleiter ist. Weißt du, wer ständig deine Begleiter hätten sein sollen? Ich. Und Cedris. Und Vater. Und Großvater und Großmutter. Und stattdessen bist du einfach gegangen und jetzt erzählst du irgendwas von Stimmen in deinem Kopf. Wie soll das denn nicht verrückt klingen? Es tut mir leid. Ich weiß, ich war nicht die beste Mutter. Nein, warst du auch nicht. Und stattdessen hast du Briefe geschickt, die keinen Sinn machen. Wovon sprichst du überhaupt? Wer sind sie? Wer? Ich kann es nicht erklären. Aber Milva und ihre Mutter, sie fühlen es auch. Ich bin nicht die Einzige. In der ganzen Stadt gibt es Leute, die mit der Natur verbunden sind. Und sie haben alle das Gleiche. Alle fühlen sich gequält, unruhig, Kopfschmerzen, Visionen, alle. Das bin nicht nur ich, Vaida. Das geht uns alle an. Und früher oder später auch jeden von euch, selbst ihn. Warum sind gerade wir jetzt hier? Ich meine, ich habe euch das ja schon mal gefragt, wie sind wir überhaupt in dieses Team gekommen und warum führt uns alle zusammen dieser Weg genau an diese Stelle? Widerhall guckt dich an. Entweder lenkt jemand eure Schritte oder etwas, oder es ist etwas wie göttliche Vorhersehung, oder es ist ein Unfall und jemand wollte euch eigentlich loswerden, weil ihr Team 13 seid und die unteren Teams werden gerne mal. Ich sag mal so, das Splitterfest ist meistens sehr unerfolgreich für diese Teams. Und vielleicht haben sie euch auf irgendeinen Weg geschickt, den ihr jetzt gemeinsam gehen müsst. Und anscheinend haben sie euch sehr unterschätzt. Wer sind sie? Na, die Kaiserin und ihre Lakaien. Aber warum wir? Warum wir? Also das bei, ist euch, bei euch frage ich mich das auch. Aber also warum man uns da reinsteckt und eher loswerden will, ist, glaube ich, offensichtlich. Ja, das ist eindeutig. Harry weiß ich jetzt auch nicht so. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel. Ich glaube nicht, dass meine Mutter mich loswerden will. Deine Mutter hat doch nichts zu sagen. Niemand aus den unteren Ringen hat etwas zu sagen. Meine Mutter hat so viel zu sagen. Aber wir haben doch am Ende eigentlich alle das gesehen, was sie fühlen. Und ich trete so ein bisschen näher an Weiders Mutter. Wir haben alle den roten Nebel gesehen. Ihr habt etwas gesehen? Ja, haben wir. Wie ist jetzt gerade erstmal nicht wichtig. Aber vielleicht ist wichtig, es doch wichtig. Wichtig wäre doch erstmal kurz zu wissen, habt ihr, und dann zeige ich halt so auf Widerhall, habt ihr damit was zu tun? Wollt ihr was dagegen unternehmen? Wir versuchen, dass der Status quo aufgelöst wird und zu unser allerem Besten gedreht wird. Zu eurem Besten oder zu... Unser aller Besten. Ja, vielleicht nicht zu deinem Besten. Okay, dann bin ich dabei. Aber zu unserem Besten. Was wisst ihr über Telema? Sie guckt euch alle nochmal eindringlich an. Bitte, wir müssen dahin. Ihr müsst dorthin? Ja. Telema ist eine Legende. Eine 13. Stadt, die einst zu den anderen Städten, zum Städtebund gehörte und dann plötzlich verschwunden ist. Ein Paradies gar. Und Stimmen sagen, dass die Kaiserin persönlich dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt nichts mehr darüber hören und nichts mehr darüber wissen.
einfach ausgelöscht aus der Geschichte. Und jetzt nichts weiter ein als ein Ort, wo seltsame SchatzjägerInnen hinwollen, um nach Beute zu graben. Niemand ist bisher dorthin gekommen, niemand hat es gefunden. Nur wer eine Karte besitzt, könnte vielleicht dorthin gelangen. Was für Habt ihr eine Karte? Was für eine Karte? Glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Weiter dreht sich mit einem kurzen, letzten, skeptischen Blick in die Richtung ihrer Mutter zu ihrer Tasche und kramt langsam den roten Stein hervor. Der hat mittlerweile weniger Leuchtkraft. Er scheint fast ruhig zu liegen. Und du merkst, wie er zum ersten Mal guckst du ihn dir genau an. Er beginnt leicht rötlich zu pulsieren. Und du siehst kleine Runen, die sich da drin bewegen, die immer mal aufleuchten. Mhm. Als würde der Stein versuchen, etwas zu schreiben. Mhm. Würfel bitte mal. Du musst nichts würfeln. Du blickst rüber zu Dinda. Und diese Runen, die erinnern dich an die Runen, die auf dem Wappen der Kaiserin sind. Die sehen fast identisch aus. Dinda? Ich glaube, du solltest dir das mal ansehen. Und du erkennst sofort, dass da Runen drin sind, die im Wappen der Kaiserin zu finden sind. Das und auch in heiligen Texten. Sind heilige Runen aus dem Kult der Gottkaiserin. Aber ich verstehe das nicht. Die Gottkaiserin würde niemals so. Welchen Zusammenhang sollte es. Wisst ihr, warum Steine, Mana-Steine rot werden können? Wegen den Lebensenergien, die ausgesaugt werden. Was passiert, wenn so eine Stadt plötzlich verschwindet? Was passiert mit den Menschen in dieser Stadt? Sie sterben? Das hätte die Kaiserin niemals getan. Ach nein? Sie lässt hier jeden Tag Dutzende Leute sterben. Hunderte, Tausende vielleicht. Niemand zählt genau. Leute verrecken in den Straßen an Kristalllunge, verhungern, verdursten. Aber für euch da oben ist es natürlich nicht sichtbar, klar. Das mir wurde immer gesagt, dass die... Ja, ihr wurdet belogen. Wir wurden nicht belogen. Und weiter guckt zu ihrer Mutter. Sie Mutter. Guck dich an. Wir wurden alle belogen. Weiter. Das kann nicht sein, Mutter. Du hast doch gesehen. Zu Hause. Es ist schön und die Leute sind glücklich. Ich weiß, ihr kennt das nicht, aber die Leute sind glücklich. Und eben, da ist das Problem. Wir kennen das nicht. Weil wir hier im untersten Viertel jeden Tag um unser Überleben kämpfen müssen. Wir kennen das nicht, dass wir in irgendwelchen hübschen Gärten sitzen, unseren Tee schlürfen und mal eben darüber nachdenken, was wir gerne morgen vielleicht doch irgendwie zum vierten Gang des Abendessens haben wollen. Aber so ist nun mal die Weltordnung. Nein, so ist die Weltordnung nicht. Das ist das, was uns auferlegt wurde. Aber unser Glück ist aufgebaut auf deren Leid. Aber die Gottkaiserin hat doch für Frieden... Die Gottkaiserin. Aus irgendeinem Grund hat sich um die Kaiserin so ein Kult gebildet. Ich weiß nicht genau, warum. Hat sie jemals zu euch gesprochen? Das jetzt nicht, aber... Hat sie jemals sich in irgendeiner Form für euch interessiert? Ja, nicht direkt, aber Großvater hat immer gesagt, das ist alles nur die Prüfung, dass wir... Ja, das wollt ihr euch glauben lassen, dass alles nur eine Prüfung ist und alles wird am Ende gut. Ich sage euch was, es wird am Ende nicht alles gut. Warum wissen Sie so viel? Kennen Sie die Gottkaiserin? Jemand wie ich, der so aussieht, und sie zeigt auf ihre Hörner, ist in der Gesellschaft nicht willkommen. Und ich arbeite schon sehr lange dafür, dass sich dies ändert. Und die erste Lektion, die man lernt, ist, kenne deinen Feind. Also weiter, was deine Mutter da erzählt hat, von den Kopfschmerzen und diesen... Den schwierigen Gedanken. Ich hatte ähnliche Gedanken und dachte immer, die Kaiserin will mich nur auf eine Prüfung stellen, ob ich noch gläubig bin und ob ich ihr noch ergeben bin. Aber jetzt, wo ich höre, dass so viele dieses Problem haben, weiß ich nicht, ob das wirklich die Gottkaiserin ist, die unser Bestes will. Oh, er hat einen Erleuchtungsmoment. Schön, gefällt mir. Ich lege meine Hand auf deine Schulter.
Und ihr wollt jetzt nach Telemar, ja? Ja, wir müssen dahin. Warum? Wir wollen nicht. Weil wir diesen Stein dorthin bringen sollen. Hat das Herr Fuchs gesagt? Alois Fuchs, ja. Der alte Narr. Mein Großonkel. Interessant. Wieso? Wisst ihr was über ihn? Herr Fuchs ist ein interessanter Charakter in dieser Geschichte. Jemand, der lange das Geheimnis gehütet hat von Telemar. Und jetzt ist es hier einfach bei uns. Interessant. Noch durch seine Großnichte, Enkelin. Also er wollte nicht, dass ihr das erfahrt? Ich glaube, er wollte nicht. Aber ich glaube, er wollte einfach nur den Stein schützen. Aber jetzt reden sie hier die ganze Zeit so geschwollen rum und wir wollen doch eigentlich nur Entschuldigung, das ist meine Art. Nach Telemar. Können sie uns dabei helfen oder nicht? Vielleicht. Wenn ihr nach Telemar wollt, braucht ihr erstmal ein Luftschiff. Und einen erfahrenen Kapitän obendrein. Denn ohne einen erfahrenen Kapitän wird er wahrscheinlich nicht dahin kommen. Der Stein ist wahrscheinlich die Karte. Aber ja, durch die Feierlichkeiten der Stadt. Und ich glaube, es wird noch etwas härter für euch. Wird es schwierig sein, ihr braucht sowas wie eine Ablenkung oder so, damit ihr überhaupt aufs Luftschiff kommt. Und erwartet nicht, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Denn wenn ihr einmal euch aufgemacht habt, dann werdet ihr als Verräter gebrandmarkt. Und dann geht das nicht nur euch etwas an, sondern auch eure gesamte Familie. Der Kaiserkult und die Stadtwache sind unnachgiebig, wenn es um das geht. Und denke nicht, dass dein Status oder dein Status dich schützt. Das ist doch sowieso schon passé. Ich meine, wir haben das Splitterfest nicht geschafft. Unsere Familien sind sowieso... Ich rede nicht über sozialen Abstieg. Ich rede darüber, dass sie eingekerkert werden. Und vielleicht in die Minen geschickt werden oder so etwas. Verräter werden hart bestraft hier. Also überlegt euch gut, was ihr als nächstes tut. Aber es bringt auch nichts, wenn wir unsere Familien sterben lassen. Dann ist es... Also, ob wir sie jetzt riskieren, dass sie eventuell verfolgt werden oder in den Kerker oder ob wir sie sterben lassen, also weiß ich nicht, wie ihr das so seht. Ja, oder wir nehmen sie mit. Aber bis ich meine Mutter davon überzeugt, oh mein Gott. Bis ich meinen Großvater davon überzeugt habe. Jetzt haben sie gesagt, wie wir es machen können. Aber die Frage war, ob die Rote Faust uns auch helfen wird, dabei für alle das Leben zu verbessern. Wir können für ein Ablenkungsmanöver sorgen. Und vielleicht kenne ich einen Kapitän, der geeignet für euch ist. Aber den Rest müsstet ihr übernehmen. Harald? Könnt ihr sicherstellen, auf dass... Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Könnt ihr sicherstellen, dass unseren Familien nichts passiert? Nein. Dann kann ich das nicht machen. Ich auch nicht. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Sie ist krank und liegt... Und wenn wir sie mitnehmen, können das wir war ja gerade ein Vorschlag, oder nicht? Also ich glaube, das wird eine wilde Kreuzfahrt, aber... Deine Mutter weiterkommt zu dir. Ich glaube, deinen Vater werden wir nicht nochmal überzeugen können. Aber Cedrus, wir müssen ihn holen. Aber ich kann doch Vater und Großvater und Großmutter nicht einfach hier zurücklassen. Aber wir sind doch jetzt nicht diesen langen Weg gegangen... Um jetzt einfach aufzuhören. Aber ich bin auch nicht diesen langen Weg gegangen, um meine Familie zu opfern. Ja. Wenn du nicht gehst, dann opferst du sie wirklich. Wenn wir jetzt wieder auftauchen mit einem roten Mana-Stein in unserer Tasche und sagen, Team 13 ist wieder da, meinst du, dann geht's deiner Familie danach gut? Vielleicht können wir uns im Verborgenen um sie sorgen und können noch die letzten, ich weiß nicht, wenigstens die letzten Tage noch mit ihnen verbringen, anstatt meinen Großvater jetzt zurückzulassen und meine Schwester. Und das ist doch aber, das wäre doch aufgeben. Dann würdest du die, dann würden die einfach sterben. Einfach so. Aber mit mir. Und so wie ich die Familien in der Gartenstadt kenne, werden sie dich wahrscheinlich verstoßen und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. So war das jedenfalls bei meinem Urgroßvater. Aber wenn die Alternative ist, dass ich meine Cousine nie wiedersehe, weil ich fahre oder meine Schwester. Die Frage ist doch, wenn wir den Stein dahin bringen, dann sollte sich ja vermutlich was ändern. Also
ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie übel optimistisch gedacht ist, aber vielleicht, also ganz, ganz, ganz vielleicht, würden wir ja was ändern und könnten alle retten? Ja. Ich habe mein ganzes Leben an dieser Rüstung gebastelt und wusste nicht, wozu. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ergibt alles Sinn. Genau. Ja. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Genau. Wir können die Welt retten. Und das machen wir auch. Und wir retten deine Cousine und wir retten meine Mama, wobei die nicht so viel Rettung braucht, glaube ich. Die kriegt das auch alleine hin. Und wir retten Cedrus und deine Mama und deine echt coolen Eltern und deine Mama. Und dann stürzen wir die Kaiserin. Ja, so. Das hast du sehr schön gesagt. Einige der Leute sind von den Betten aufgesprungen und... Harry fängt jetzt irgendwie doch an zu zittern und und klappt sein Visier wieder runter. Harry, nicht aufgeben, du hast das gut gemacht. Ich hab diese Ansprache wirklich... Es hat mir Mut gegeben. Vielleicht sollten wir es doch versuchen. Ich will eure Energie nicht zerstören. Aber denkt an die Konsequenzen. Mutter? Ich guck dich an. Du musst uns helfen. Du musst versuchen, unsere Familien in Sicherheit zu bringen. Das ist die einzige Wiedergutmachung. Wo ist denn Sicherheit? Auf unserem Luftschiff. Weiter, es gibt hier in Brunnenstein gibt es keine Sicherheit. Das heißt, sie müssen auch außerhalb der Stadtmauern. Und außerhalb der Stadtmauern heißt auf einem Luftschiff, weil außerhalb der Stadtmauern auf dem Land heißt im Nebel. Dann organisier uns ein Luftschiff, wo wir unsere Familien draufbringen können. Solange, bis wir sie in Sicherheit bringen können. Die kennen mich doch nicht mal. Glaubt ihr wirklich, dass der Hohepriester des Kultes mit mir spricht? Ich glaube, wir müssen das selber machen. Weiter vielleicht... Also, guck mal. Wenn wir da jetzt losgehen nach Telemar und das machen, wir können deine Familie mitnehmen auf einem Luftschiff und wir können scheitern und wir sterben alle. Wir können es nicht machen, dann scheitern wir auf jeden Fall und wir sterben alle. Ich glaube, wir können deine Familie jetzt nicht schützen. Wir können sie nicht aktiv schützen, aber wir schützen sie auch nicht, wenn wir es lassen. Alles, was wir tun können, ist zusammen nach Telemar gehen, zu sechst, Team 13! Und weil wir können sonst nichts anderes machen. Wir könnten versuchen, sie zu befreien, falls sie eingeschlossen wurden, wenn wir... Ich glaube, so ist die Kaiserin. Soweit ist die Kaiserin nicht gegangen. Die wissen ja gar nicht, dass wir weg sind. Also weg sind wir ja, wir sind verschollen, aber die wissen ja nicht, wohin wir weg sind. Vielleicht sind wir tot. Und wenn wir... Ich glaube, an dem Zeitpunkt sind wir vorbei. Und die Widerhall schiebt so einen blauen Kristall in die Mitte und an dem kommt so ein Gesucht-Poster. Das gleiche Poster, was am Anfang war, wo drauf stand vermisst. Team 13 ist jetzt gesucht wegen Verrat. Wir können noch... Wir müssen einfach glauben. Wir müssen an uns glauben. Wir müssen einfach glauben, dass wir das schaffen. Dass wir rausfahren und dafür sorgen, nicht aktiv, sondern proaktiv, dass es besser wird und dass wir dafür sorgen, dass unsere Familien dann in Sicherheit sein werden. Aber wir müssen uns irgendwie vergewissern, dass, sollten wir es nicht schaffen, jemand hier in Brunnenstein die Wahrheit kennt. Ich würde gerne als weiter zurück in die Gartenstadt gehen, nochmal in mein Zuhause und jemanden mitteilen, was wir gelernt haben. Du möchtest also hier bleiben, ja? Ich möchte nicht hier bleiben. Ich möchte aufbrechen nach Telemar. Aber ich möchte, dass jemand hier in Brunnenstein weiß, was wir wissen. Aber die rote Faust? Niemand wird ihm Glauben schenken. Aber mein Vater.
Dein Vater wird dir Glauben schenken, wenn du das erzählst? Ja. Das Problem ist, wenn wir schon nach Verrat gesucht werden, dann werden bestimmt hunderte von Soldaten vor deiner Tür warten. Ich glaube, dann ist dein Vater die erste Person, wo die Stadtwache schon wartet. Und ich will jetzt wirklich dir keine Angst machen. Aber wenn du als Tochter des Herolds der Kaiserin wegen Verrat gesucht wirst, dann sieht es wahrscheinlich jetzt schon nicht gut aus für deine Familie. Und wenn wir scheitern, ist eh alles egal. Wenn die Visionen stimmen, die wir gesehen haben, dann ist eh niemand mehr da, falls wir scheitern. Weder die Rote Faust noch die Kaiserin. Vielleicht die Kaiserin, wenn sie wegfliegt, aber alle anderen. Also wir könnten zumindest anbieten, diejenigen, die in den unteren Ringen leben, zum Hafen zu bringen. In der Gartenstadt wird es schwierig, da müsst ihr selbst hin. Ich kann meine Familie nicht zurücklassen. Deine Mutter kommt zu dir, legt dir nochmal die Hand auf die Schulter. Dann versuch es. Wir sind bei dir. Niemand zwingt euch, mit mir zu kommen. Ich komme auch nicht mit. Ja, Weida, ich verstehe dich. Ich will auch gerne zu meiner Mutter und meinem Großvater. Einfach, um sie wenigstens noch ein letztes Mal zu sehen. Und vielleicht haben sie Informationen, die uns nicht nützlich sind. Ich meine, mein Großvater, er war der Bruder von dem, dessen Stein wir jetzt besitzen. So oder so, ihr müsst euch jetzt entscheiden und ihr müsst euch sputen. Denn das Fenster, an dem wir die Ablenkung der Parade haben, die morgen stattfindet, schließt sich. Okay, ihr organisiert uns ein Schiff. Ich gehe zu meiner Familie und ich kümmere mich darum, dass sie in Sicherheit kommen. Und dann komme ich zu euch. Versprochen. Vielleicht. Weiter, ich komme mit dir. Vielleicht. Also ich glaube, dass die Ehe jetzt. Also was wir gehört haben jetzt. Ich glaube, die sind jetzt alle in Gewahrsam. Ja. Widerhall kommt zu dir und hält dir die Hand auf die Schulter, aber sehr sanft. Hoffnung ist das, was uns antreibt. Hoffnung darf nicht in einen Käfig gesperrt werden. Ich nehme meine Familie mit. Wollen drei von uns in die oberen Ringe zurückkehren und sich um ihre Familie kümmern? Und wir drei kümmern uns um das Luftschiff? Ja. Ich würde gern. Ich streiche so Henning, der ja in meinem Beutel ist die ganze Zeit. Ich würde gern Suni. Also mit einer Person muss ich schon noch reden. Also teilen wir uns auf? Ihr organisiert ein Luftschiff, wir organisieren unsere Familien. Habt ihr vielleicht irgendwelche Spione, die Post zu... Ja, kein Problem. Dann lass uns das doch erstmal mit Briefen versuchen. Das dauert doch viel zu lange. Mit einem Treffpunkt? Das könnt ihr machen. Wir können zumindest versuchen, wie gesagt, was ich euch anbieten kann, ist, dass ich versuche, eure Familien herauszuholen und zum Luftschiff zu bringen. Ja. Okay. Mhm. Und wir organisieren dann das Luftschiff. Ja. Und unsere Familien werden dann dorthin gebracht? Ist sowas möglich? Ich gebe mein Bestes. Okay. Das heißt, Dinda, du und ich, wir gehen in die Gartenstadt und holen unsere Familien. Ja, der einzige Ort, wo Widerhall nicht hinkommt. Gut. Auf. Der Abend ist noch jung. Ich gehe zu meiner Mutter und ich gebe ihr eine ganz, ganz schnelle, ganz innige Umarmung und sage... Mann, dich zurück. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann, aber vielleicht ist das ein Anfang. Ich werde mich mit Widerhall um die anderen Familien kümmern. Danke. Und dann löse ich mich aus der Umarmung. Wie spät ist es denn eigentlich? Es ist später Nachmittag, es wird langsam dunkel. Mhm. Übrigens, wenn ihr nach einem Kapitän sucht, Schwarzbeck. Bilbo Schwarzbeck. Ah, ja, den kennen wir schon. Fantastischer Kapitän, ein bisschen wild. Und ich habe gehört, sein Schiff liegt an der langen Leine, weil er nicht bei der Parade mitmachen darf. Also vielleicht eine interessante Möglichkeit. Es ist ein Halbling, ihr kennt ihn am Stirnband. Ich weiß nicht, warum er das Ding trägt, aber naja. Also ich fand ihn ganz sympathisch, hatte einen guten rechten Haken. Er ist auf jeden Fall wild, das kann man sagen. Genau. Gut, dann, das brauchen wir jetzt. Und jetzt ernst gemeint, viel Erfolg. Ihr werdet es brauchen und wir sehen uns am Luftschiffhafen. Euch auch viel Erfolg. Auf, Leute!
Und die Leute machen sich bereit, nehmen ihre Waffen, ziehen Rüstung an, Schilde. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Weiter dreht sich noch ein letztes Mal zu Harry um und sagt, Team 13. Team 13, und ich glaube, dass ich mich nicht mehr auf den Glauben an meine Kaiserin verlassen kann, sondern an den Glauben an euch und an uns. Und dass wir das zusammen schaffen. Harry umarmt dich richtig dolle, aber mit der Rüstung ist echt ein bisschen schwierig. So. Ich mit meinen sehr langen Armen, mit meinem 1,97 komm schon gut rum. Und zwei Bären umarmen sich. Riesige Orks umarmen sich gerade. Der eine trägt eine Rüstung, der andere ist ein bisschen dicker. Deine Schulter ist plötzlich so festgehakt. Kann mal bitte jemand auf meine Schulter hauen? Und ich hau direkt so, wumms. Und dann ist sie wieder frei. Und ich nehme die Kette und lass sie einfach so auf den Boden fallen. Brauchst du das nicht zum Zaubern? Ich brauche nur einen Glauben. Und den kann ich in allem finden. Und dann würde ich sagen, trennen wir die Gruppe einmal. Oh mein Gott. Oh, nervös. Und wir beginnen in der Gartenstadt. Mhm. Soll eigentlich, wie machen wir das 3-3? Genau, ihr beide, wollt genau. Noch jemand bei euch mit? Dann komme ich vielleicht. Genau, du wolltest mit. Ja auch mit zu deinem. Ja, du auch zu Also, Milva, Beider. Und Dinda gehen in die Gartenstadt, ja? Die anderen drei gehen in den Hafen. Gut, wir beginnen in der Gartenstadt. Ich würde meine gelbe Kutte einmal umdrehen, dass das Weiße zu sehen ist und dann darüber das Schwarze ziehen, okay. Dass es ein bisschen unauffälliger ist. Ihr schleicht in Richtung Gartenstadt, versucht immer den patrouillierenden Luftschiffen auszuweichen, die jetzt wirklich mehrere Luftschiffe liegen in der Luft und sind mit Suchscheinwerfern dabei, durchzugucken. Ihr hört auch immer wieder Rufe. Beider Tüpfel fahren! Wir werden dich nicht vergessen! Stell dich und dir wird nichts passieren. Dinda, Isik, Inanmak, stell dich und dir wird nichts passieren. Und überall seht ihr an Wänden angebracht Poster von euch, gesucht. Und ihr fühlt den Druck, der auf euch lastet. Aber ihr schafft es tatsächlich durch einige Geheimwege, die ihr von den Mägden kennt, ins Garten, die Gartenstadt und steht vor der Villa Tüpfelfahren. Mhm. Drin ist es dunkel, aber du siehst leichtes Licht und alles sieht ruhig aus, so wie immer. Mhm. Ihr seht auch hier nirgendwo Wachen oder so. Ich würde mich noch einmal sehr verstohlen umblicken, gucken, ob ich irgendwo etwas erkenne, was nicht so ist, wie ich es erwarten würde. Etwa Wachen oder ähnliches. Mal Wahrnehmung. Ich vergesse immer, dass wir auch würfeln müssen. Das wäre eine 14. 14, okay. Ja. Nee, es sieht alles normal aus. Sieht alles normal aus. Dann würde ich mich an Cedris das Fenster zu seinem Zimmer, würde ich mich nähern und einen geheimen Klopf-Sound. Ist das im Erdgeschoss oder ist das oben? Das ist im Erdgeschoss tatsächlich. Und dann klopfst gegen das Fenster und das Fenster wird aufgeschoben und Cedris guckt raus. Was machst du denn hier? Papa hat gesagt, du bist weg. Ich bin nicht weg. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, ich habe nicht die Zeit, aber du musst mitkommen und du musst Großvater und Großmutter und Vater hierher bringen. Ihr dürft keine Frage. Du kannst einfach reinkommen. Nein, ich kann nicht einfach reinkommen. Cedris, hör mir zu. Bring sie hierher, wir müssen gehen. Jetzt. Okay, ich hol Papa. Sag ihm, es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod, Cedris. Oh, okay, ich laufe. Und du siehst, wie er verschwindet. Mhm. Bleibst du dann da am Fenster stehen? Ich bleib da am Fenster stehen. Ja. Wenige Momente später tritt dein Vater um die Ecke. Mhm. Er sieht aus, als hätte er draußen. Sehr lange nicht geschlafen, draußen, ja. Mhm. Wirklich seine Augen, er hat tiefe Augenringe unter den Augen, blickt dich mit einer Mischung aus Trauer und Fröhlichkeit an. Du bist wieder da. Was ist passiert, Weider? Ich habe nicht die Zeit, dir das zu erklären, aber... Was ist passiert? Ich habe Mutter getroffen. Hat sie dich da reingeritten? Nicht direkt. Aber Vater, ich habe nicht die Zeit, das zu erklären. Du musst mitkommen. Ihr müsst alle mitkommen. Du, Cedris, Großvater und Großmutter. Er macht einen Schritt auf dich zu und legt seine Hand auf deine Schulter. Weiter. Das ist nur zu deinem Besten. Und in dem Moment seht ihr mehrere Stadtwachen um die Ecke springen. Nein! Stellt euch einfach, es wird euch nichts passieren. Die Kaiserin ist gnädig. Lauf weiter, lauf! Wie viele Stadtwachen? Vier. Ah, wie reagiert ihr?
Lass uns erstmal versuchen, wegzurennen. Weil, also dein Vater hält dich fest. Ja, ich würde versuchen, mich aus der... aus dem. Wirf mal Stärke, bitte. Bin ich nah dran? Kann ich irgendwie... Willst du sie unterstützen? Ja, ich will sie unterstützen. Dann würfel bitte nochmal mit Vorteil. Ach, besser. Das war ein sehr guter Vorteil. Es ist eine 16. Also du siehst, wie Milva nach vorne stürmt und dein Vater so ein bisschen wegschubst und du kannst dich in dem Moment wegreißen und die Wachen stürmen von der Seite auf die beiden zu. Was machst du? Ich würde erstmal auf... Gibt es eine Wache, die irgendwie am stärksten aussieht, wenn ich das sofort sehe? Du siehst einen großen Typen mit einem Schwert und einem dicken Schild auf dich zustapfen. Okay, dann würde ich einmal auf den Person festhalten wirken und melde dann auch um den und weglaufen. Der muss einen Rettungswurf machen. Genau, oder? Der macht einen Rettungswurf. Genau, also Person festhalten bewirkt, dass ein Humanoid gelähmt wird, wenn er keinen Weisheitsrettungswurf schafft. Was, gegen was? Gegen eine 14. Gegen 14, okay. Der Typ läuft und dann... Okay, ich drehe mich um und versuche auch wegzurennen. Ja, ihr seht Dinda in dem Moment wirklich wegsprinten, über eine Hecke springen und in die Nacht verschwinden. Weiter, wo ist Cedric? Ich muss Cedric holen. Du siehst gerade, wie Cedric wieder an dem Fenster steht und rausguckt, leicht verwirrt. Ich rase zu ihm hin, ich sprinte, bin schneller, als ich jemals in meinem ganzen Leben gelaufen bin, greife ihn am Arm durch das Fenster im Erdgeschoss und ziehe ihn aus dem Fenster raus. Du ziehst ihn aus dem Fenster heraus. Was ist deine Rüstungsklasse? Meine Rüstungsklasse ist eine 12. Ein Armbrustbolzen trifft dich in der Schulter und du hörst deinen Vater aufschreien. Ihr habt gesagt, ihr verletzt sie nicht! Und du bekommst... Oh, 6 Schadenspunkte. Die Person, die gerade geschossen hat, würde ich zurückschießen wollen. Ja, schieß mal. Ich höre das ja und drehe mich hinter der Ecke. Also natürlich in 20, also 27. Würfel mal Schaden. Oh, wie ist denn das mit einer natürlichen 20? Ist das dann doppelter Schaden oder zweimal würfeln? Oder? Zweimal würfeln, ja. Okay, das ist... das wird dann noch verdoppelt. 2W8. Milva hat noch eine andere Fähigkeit, mit der sie mehr Schaden machen kann. Das tut schon genug weh. Der und plus 8 plus 4 plus 6 plus 18 plus nochmal, plus nochmal 1W6 Stichdaten durch meinen Schwarm, den ich jetzt ausführe. Also die Vögel, die jetzt auch 22. Also ihr seht, wie sich aus Milvas Bogen ein Pfeil löst. Ihr seht, es sieht so aus, als würde ein Schwarm von schwarzen Vögeln direkt hinter dem Pfeil hinterher zischen. Und der Pfeil trifft den Armbrustschützen, der da steht, guckt noch so, und trifft ihn voll in die Brust, durchschlägt die Rüstung. Ihr seht, wie die Vögel mehr oder weniger in die gleiche Stelle einschlagen und dann in eine schwarze Explosion verschwinden. Und der Mann wird zurückgeschleudert und landet in der nächsten Hecke. Lass meine Freundin in Ruhe! Und der Typ ist weg. Oh mein Gott. Los, weiter. Lass uns abhauen. Wie viele Wachen sind noch da? Hier sind noch 3 Wachen da. Dein Vater wirft sich jetzt auf eine andere Wache. Eine Wache steht da noch so. Und so, dass nur eine euch so ein bisschen im Weg steht. Aber die könnt ihr ohne weiteres umgehen. Okay. Und ihr springt ebenfalls über die Hecke. Du hast Cedric im Arm und hältst ihn so ein bisschen hoch, der sehr verwirrt zu sein scheint und auch sehr ängstlich. Und gemeinsam rennt ihr aus der Gartenstadt raus und sucht euch irgendwo erst einmal eine Ecke, wo ihr zur Ruhe kommen könnt. Müssen wir auf Heimlichkeit würfeln? Nein. ich würde einmal auf Weider einmal Wunden heilen wirken. Ja. Mhm. Das ist der D8 ist hier. Wow. Nice. plus Weisheit sind plus 4, so 5. Okay, geil, aber das passt ja dann. Das ist ja super, dankeschön. Das ist eigentlich komplett wieder zurück. Und einer fehlt noch. Weider, tut mir leid für diese Ausdrucksweise, aber dein Vater ist ein ziemliches A-Loch. Ich weiß, aber er ist nicht immer so. Naja, vielleicht 90% der Zeit, aber eigentlich ist er ein wirklich guter Vater. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Cedric, ist alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Wo gehen wir hin? Was ist mit Papa? Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Cedric, weißt du noch das Buch, das wir letztens zusammen gelesen haben, mit dem Satyr, der das Abenteuer geschafft hat und dann am Ende die Welt gerettet hat? Stell dir einfach vor, das sind jetzt wir. Aber dafür ist es ganz schön gruselig. Das Buch war nicht so gruselig. Ich weiß, Cedric, aber manche Bücher verharmlosen Dinge? Ja.
stell dir einfach vor, wir sind die Helden und wir retten jetzt die Welt, okay? Oh, okay. Du musst nur, du musst auf alles hören, was ich dir sage, okay? Okay. Dann komm, und ich würde ihm versuchen, auch so ein kleines Stück Verkleidung zu ja, ist kein Problem. Ja, du machst, packst ihn so unter deinen Mantel, ja. So ein bisschen, ist gar kein Problem. Sehr gut. Okay. Und ihr, macht ihr auch zum Luftschiffhafen? Ja. Nee, ich würde gerne Ach so, Jennifer. Du warst noch was vorstellen. Kann ich vergessen. Ja, ja, ich würde zum Tempel, also zu unserer Tempeleinrichtung gehen, neben dem Tempel. Du gehst zum Tempel, der liegt, oder beziehungsweise zu dem kleinen Haus, was neben dem Tempel liegt, wo du wohnst. Es liegt dunkel da. Wir kommen mit, würde ich sagen. Mhm, könnt ihr machen. Du siehst nur ein einzelnes Licht einer Kerze durch den unteren, durch das untere Stockwerk marschieren. Ich würde zu dem Fenster hingehen, wo das Licht brennt und einmal so durchluschern. Du siehst deine Mutter an einem Tisch sitzen, wo ihr normalerweise frühstückt und komplett in Sorgenfalten gelegt und sie weint. Und immer wieder hörst du sie husten. Okay. Kann ich, ist da denn auch eine Tür oder ist nur ein Fenster? Das Fenster kannst du aufmachen. Okay, dann würde ich das Fenster einmal von außen aufmachen. Mutter. Dinda? Dinda! Mutter. Und sie sprintet sofort zum Fenster. Mutter, du hast doch immer von Vater erzählt, dass er... Ja? Dass er Schwierigkeiten gemacht hat mit... Also, dass er immer mal wieder so ein bisschen, ja, andere Dinge gesagt hat. Und ich glaube, er hatte vielleicht mit diesen Dingen recht. Und deswegen musst du jetzt mitkommen und wir müssen dich retten. Und wir müssen hier weg. Wohin denn? An einen anderen Ort, auf erstmal zum Luftschiffhafen, auf ein Luftschiff, wir müssen hier fliehen. Sie nickt andächtig. Okay, weißt du, ich vertraue dir. Es wird alles gut. Die Kaiserin wird uns denken. Na, das dachte ich auch bis heute. Aber du wirst schon sehen, die Kaiserin ist, glaube ich, nicht das, was uns immer erzählt wurde. Ich vertraue dir einfach. Wir kriegen das schon hin. Ich komme raus, ja? Ja, aber... Ja, ich... ja, ja. Ich verabschiede mich nur kurz bei Großvater. Nein, nein, nein. Sag Großvater besser nicht Bescheid. Ich glaube... Okay, ist das eine längere Reise? Es wird... Mutter, es... Ich komme raus. Und wenig später hat sie so eine Reisekleidung an, auch ihre Kutte ist überdeckt und sie steht vor dir. Ich stütze sie so und sage Mutter. Also sie ist gut zu Fuß unterwegs noch, das geht schon, aber manchmal muss sie halt pausieren, weil ihre Luft halt schlechter ist. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir werden Großvater und meine Schwester nochmal wiedersehen. Mach dir keine Sorgen. Das Licht wird uns lenken. Ja, Mutter. Ich hoffe es auch. Und... Ihr macht euch auf den Weg zum Luftschiffhafen und damit schalten wir rüber ins Zentrum zum Luftschiffhafen, wo ihr ja schon einmal wart. Und auch der ist geschäftig und auch ein bisschen abgeschirmt vom Rest. Aber auch ihr schafft es ohne weiteres, euch da reinzuschleichen und ihr steht vor dem von der Taverne zur fliegenden Muschel. Ihr seht, die meisten Luftschiffe sind jetzt abgedockt, aber steht dort noch, das hattet ihr vorher nicht gesehen, ein relativ kleines Luftschiff, was ein bisschen anders aussieht. Es hat keinen roten Ballon, sondern einen schwarzen Ballon, also gräulichen Ballon mit so roten Finnen. Und der Rumpf ist eigentlich komplett aus Holz, wurde aber an manchen Stellen mit so Eisenbeschlägen verstärkt. Und das liegt an zwei großen, schweren Ketten. Okay. Wer will das Reden machen? Ich mach das schon. Okay. Ich hoffe nur, du kennst diese Rote Faust-Organisation da, ne? Ich hoffe, die halten ihr Wort. Ich hoffe, die holen meine Halbschwester hier raus. Ich glaube, die Rote Faust ist das Beste, was der Stadt bisher passiert ist. Die werden sich da schon drum kümmern. Das ist ein hohes Lob, aber okay. Ist es das? Ich gehe jetzt rein. Wir laufen hinter drein? Klar. Ja. 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 Okay. Ja, Harry. So machen wir das. Wie hast du gesagt? Team 13. Okay. Und ich mach die Tür, also diese Pforte sozusagen, wieder so auf. Stößt die Tür auf und blickst in den komplett leeren Tavernenraum. Der Wirt steht an deiner Seite, guckt dich nur so an. Ah, ihr schon wieder. Und dann sitzt da ein einzelner Typ, der Halbling, mit dem roten Stirnband und einem fetten blauen Auge. Und vor ihm vier Krüge mit Met. Der sitzt da so. Ich gehe direkt... Was wollt ihr von mir? Ich gehe direkt zu ihm hin
Ich bin an die Kette gelegt wie ein Hund. Oh mein Gott, sind die Krüge leer? Ja. Wir hätten eine Möglichkeit, wie du dich aus deinen Ketten befreist. Das sagen doch alle. Ja? Wollen wir uns nicht alle von unseren Ketten befreien? Das wollen wir, Wilbur. Richtig? Für dich immer noch, Kapitän Schwarzbeck. Okay, Kapitän Schwarzbeck. Wir würden gerne auf dein Luftschiff. Wie viel bezahlst du denn dafür? Wir bezahlen in Ruhm. Was? Ruhm? Ruhm. Wo kriege ich denn Ruhm, wenn ich ein paar Halbstarke durch die Gegend kuschiere? Naja, aber wir wollen die Welt retten. Die Welt retten. Ja, ja. Okay, cool. Okay. Cool. Ja, aber in der Tat ist es so ein bisschen so, dass du deinen eigenen Arsch rettest. Okay. Okay, wenn du das sagst, wird's wohl stimmen. Ja, es ist tatsächlich. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Okay, also, ich erkläre das jetzt einmal kurz. Aber ich habe das Gefühl, du hast ja auch schon ein bisschen, ne, das gebechert. Ist leer. Wir reden einfach später nochmal über die Bezahlung, aber du weißt, wir müssen halt auch los. Wohin denn, verdammt? Ja, hier raus. Wir müssen aus Burgenstein raus. Und dann? Weißt du, da draußen ist nicht viel mehr. Da. Warst du schon mal da draußen? Hast du schon mal was von Telema gehört? Er springt auf. Wo hast du dieses verfluchte Wort gehört? Ja, lange Geschichte, da müssen wir hin. Guckt euch an, jetzt völlig entgeistert. Ihr wisst, dass das nur eine Sage ist. Das ist für keine Schatzjäger. Sage. Das ist keine Sage, aber wenn da Schätze sind, darfst du sie behalten. Woher weiß ich, dass ihr überhaupt wisst, wie man da hinkommt? Wir haben einen Weg gefunden. Ja, was? Wir haben einen Weg gefunden. Nach Telema! Er springt auf den Tisch, fällt halb runter. Bei meiner Ehre. Wenn das stimmt. Ja, fährst du uns jetzt? Oh boy, dann werden wir ein Abenteuer erleben. Genau. Und wenn Wilbur Schwarzweg für eins steht, dann sind es Abenteuer. Ja, dann auf. Ein kleines Problem. Ein winzig kleines. Hm? Mein Schiff liegt an der Kette. Ja, die sprengen wir gleich oder so. Das kriegen wir hin. Okay, ihr sagt, wenn ihr das hinkriegt, okay, von mir aus. Viel Spaß dabei. Und ich drehe mich zu Amos so, das kriegen wir hin, oder? Harry holt seinen Hammer raus. Oh, Harry. Du weißt schon, dass das sehr große Ketten sind, ja? Ich krieg das hin. Weißt du, wer die Ketten angelegt hat? Gibt es die Hafenmeisterei. Das heißt, die haben sagen, Schlüssel? Mein Schiff ist nicht schön genug für die Parade. Das heißt, es gibt einen Schlüssel für die Ketten. Naja, Schlüssel nicht, aber es gibt halt das Gebäude der Hafenmeisterei. Oder? Ja, da, naja, das, müssen wir, das macht's einfach. Müssen wir ein Wesen dahin tragen, das die Ketten öffnet? Oder gibt es einen Mechanismus, den wir benutzen können? Oder gibt es halt so Haken, so Schalter. So. Okay. Mhm. Müsst halt rein und dann so. Ja, siehst du, haben wir schon direkt den zweiten Weg gefunden. Wir sind Wegefinder oder so. Also gut. Auf geht's. Ihr macht das mit der Kette und ich... Bereit das Schiff vor. Okay? Okay. Okay. Die Rauchschwalbe fliegt wieder, liebe Leute. Er guckt zum Wirt. Wirt! Ich komme wieder und bezahle dann meine Rechnung. Okay? Du hast noch 3 Gold. Ja, Harry legt im Rausgehen ein Gold auf die Theke und schlupft dich niemals. An. Nicht? Weißt du, wie viel der pichelt? Egal. Wie viel kostet es denn? Wir haben ja eine Rechnung von 365 Gold. Ein Schwein. Keine Ahnung, 17 Diamanten. Harald ist direkt weg. Ich würde ein Leute. Gold auf den Tresen legen und dem wird ganz mitleidig. Das aussehen. Reicht doch niemals. Als Anzahlung. Und ihr geht nach draußen und ihr merkt schon, dass sich einiges regt. Der Platz ist komplett leer vor der Taverne. Ebenso noch einzelne Leute herumgehuscht und ihr habt das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Würfelt bitte alle 3 Wahrnehmung. Oh, warte, falscher Bogen. 10. Kritischer Misserfolg. 12. Ja, es ist halt Abend, ne? Okay. Alles klar. Und ihr seht Wilbur direkt auf das Schiff zulaufen. Okay. Und dann würde ich sagen, würfeln wir Initiative. Oh, nee.
So, wir haben unsere Kampfkarte aufgebaut und wir sehen hier auf der rechten Seite von mir aus gesehen das Luftschiff und den Luftschiffhafen und wir sehen, dass ihr drei gerade aus der Taverne getreten seid und um euch herum sich plötzlich Wachen postieren. Rechts von euch in einer kleinen Gasse kommt ein Mann mit einem großen Schild angelaufen und links von euch steht noch ein Mann mit einer großen Hellebarde und da ist noch jemand, der in so einer Kutsche ist, die so ein bisschen aussieht, als wäre sie vielleicht vom Orden Abendsonne. Also auch so eine gelbliche Robe. Und oben auf einem Dach seht ihr einen Armbrustschützen, der in eure Richtung zielt und Wilbur ist schon einfach losgelaufen und rennt zu seinem Schiff und das Schiff sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie so eine Rauchschwalbe und das hängt tatsächlich an zwei Kränen, die sind hier auch eingezeichnet und ist mit dicken Ketten, die an den Kränen hängen, quasi festgehangen. Das heißt, die müsst ihr in irgendeiner Form lösen. Und wir würfeln Initiative und gucken mal, wer als erstes dran ist. Wir beginnen mal mit Alia, bitte. 20. Das ist doch schon mal sehr gut. Amos? Natürlich eins. Das ergibt was insgesamt? Eins. Eine Eins. Du bist ein bisschen überfordert, kann das sein? Und Harry. Ist eine solide 9. Immerhin. Was für eine Spanne. Puh. So, dann würfel ich mal für die anderen. Natürlich eine 20. Viel weniger. Das schaffen wir nicht. Nein. 20. Auf jeden Fall ersetzt. Die sind auch ein bisschen überrascht, wie es scheint. Ich bin überfordert. Die Einzige, die irgendwie. Du bist halt gewohnt, in den Hinterhalt zu geraten. Ja. Aber das heißt, Wilbur ist jetzt einfach auf dem Feld. Ja, der ist auf dem Schiff, genau. Der kümmert sich, der muss so, halt der das Schiff fertig machen. Das heißt, sozusagen. Der ist safe, so. Der ist safe, der kann aber jetzt nicht aktiv in den Kampf eingreifen, weil er halt sozusagen jetzt erstmal checken muss. Aber immerhin. Ich glaube, der war jetzt besoffen. Gut. Hätte ihn nichts gerissen. Dann beginnen wir mit Alea, bitteschön. Was möchtest du tun? Du bist nicht da. Nicht helfen, nicht vorsagen. Nicht spinksen. Oh, ich muss jetzt mal ganz kurz mich erstmal wieder, also mit meiner Fernkampf und Nahkampf. Das ist mal Bewegung in Aktion. Ja, genau. Also ich glaube, ich würde gern als erstes mal auf den links von uns. Genau, wir sehen übrigens hier, Alea, ist das blaue Symbol. Du willst auf den schießen? Ich möchte auf den Gift sprühen. Das ist ein Zaubertrick, Gift versprühen. Gift versprühen, also hat eine Reichweite von 3 Meter. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, ob ich da dran komme. Das reicht nicht. Ein Feld, so. 1 Meter. Ja, und ich stehe sozusagen ja nicht mit den anderen auf einem Haufen, sondern ihr steht mir im Weg. Genau, also du müsstest noch ein bisschen näher ranlaufen. Okay, dann. Ja, das kann ich ja machen, weil ich habe ja noch meine raffinierte Aktion, dann kann ich mich trotzdem danach wieder verstecken, oder? Okay, dann laufe ich ein bisschen ran, also am besten so vor Harry. Wie viel Meter Bewegungsreichweite hast du? 9, neun. Also 9 Felder? Genau. Hier so? Ja, genau. Okay. Und würde dann jetzt Gift versprühen wollen auf den. Und das ist nämlich so, also ich strecke meine Hand halt aus. Mir ist jetzt in dem Moment auch mal kurz egal, ob das offensichtlich ist oder nicht sozusagen. Ich strecke einfach meine Hand aus. Und man sieht eben so ein lila bläulichen Nebel, der da eben raussprüht Richtung des Gegners. Und der Gegner muss jetzt einen Konstitutionsrettungswurf machen. Aber sehr gerne doch. Genau. Gegen was ist deine Schwierigkeit? Meine Schwierigkeit. Steht auf dem Zauberbogen. Ja, genau. Oben. Ganz hinten. Ja, 12. Gegen der 12. Ja. Das hat er bestanden. Ja, das ist schade. Dann, was passiert dann? Halber Schaden oder gar keiner? Gar keiner. Ja, also du siehst, der Mann klappt einfach sein Visier nach unten und der Nebel prallt einfach an ihm ab. Gut, dann würde ich mich verstecken wollen als mein. Du hast erst nochmal, du hast noch 5 Felder, die du normal jetzt wieder gehen kannst, weil du hast ja deine Bewegungsrate noch nicht aufgebraucht. Stimmt. Also kannst du dich auch wieder zurückziehen. Du bist auch ja nicht mit im Nahkampf. Auf das Dach könntest du, dann würde ich aber sagen, du könntest. Also willst du auf das Dach oder auf dieses Dach hier? Ich würde eigentlich lieber. Auf das hier? Wo ich hier bin ich näher dran, dann würde ich lieber auf das. Dann würde ich sagen, du kannst deine restliche Bewegung dafür benutzen. Mhm. Und da du erfahren bist, würde ich dich das machen lassen, ja. Okay, dann würde ich das tun. Du springst oben auf das Dach rauf. Dann haben wir als nächstes einen Magier vom Kult der Abendsonne. Der bewegt sich erst einmal. Und zwar bewegt er sich. Moment, lass mich ganz kurz gucken. Ach, der muss sich ja gar nicht bewegen. Reichweite 60 Meter. Ihr seht, wie aus seiner Hand sich ein Licht löst und dann in Richtung Harry zischt.
Was ist deine Rüstungsklasse, Harry? Nee, mach mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf, bitte. Damn. Nein. Das reicht nicht. Dieses Licht dringt in dich ein und du führst einen heftigen Schmerz. Du bekommst 6 Schadenspunkte. Moment. Ich würde, ich hab Elemente absorbieren. Ah, ja. Kann ist das eine Reaktion? Das ist eine Reaktion. Dann kannst du die benutzen. Die würde ich wirken. Das schwächt einen Teil der eintreffenden Energie ab. Speichert sie für meinen nächsten Nahkampfangriff. Also, lest bitte einmal den Zauber komplett vor, damit ich Bescheid weiß. Ich habe den in so Stichpunkten. Achso, okay, alles gut. Also, fängt ein Teil der eintreffenden Energie ein, schwächt ihre Wirkung auf mich ab, speichert sie für meinen nächsten Nahkampfangriff, bis zum Beginn meines nächsten Zuges Widerstand gegen die auslösende Schadensart. Okay. Wenn mein nächster Zug zum ersten Mal mit einem Nahkampfangriff trifft, erleidet das Ziel zusätzlich 1W6 Schaden der auslösenden Schadensart und der Zauber endet. Tatsächlich funktioniert der Zauber nicht, einfach aus dem Grund, weil der Angriff Typ heiliger Schaden ist und das funktioniert nur bei Kälte, Feuer, Eis und solchen Dingen. Okay, dann nehme ich den Schaden so, wie er ist. Von 6 Schaden oder so, ne? Ich würfel einfach nochmal neu. Moment. 6 Schaden. Okay. Macht mir gar nichts aus. Gut, dann haben wir außerdem noch diesen Kollegen hier, den Ritter, der jetzt auch auf dich zustimmt, Harry, und sich mit dir in den Nahkampf stürzt. Was ist deine Rüstungsklasse? 16. 16. Dann schauen wir mal. Der hat ein großes Schwert und schlägt damit nach dir und trifft nicht. Du weichst dem behende aus, dem Angriff. Und dann bist du auch dran. Okay, kann ich jetzt in der Situation noch meinen Zweihandknüppeln ziehen? Ja, ja. Ja, dann mache ich das. Ich bin mal so fair und gehe mal davon aus, dass ihr das schon getan. Ja, also ich habe meinen Zweihandknüppel in der Hand, in den Händen und hau ihn damit. Gut, dann mach mal einen Angriff bitte. Aber zögerlich, ja? Also, ist ein 16. Das trifft, mach Schaden. Achso, nee, warte, ein ja. Mit dem W20, alles bitte nicht. Ja, so OP ist er dann nicht. Ein W8 ist... Na, wo ist er denn? Da ist er ja. Und da kommt noch eine +2 drauf. Also 10? Ja. Uiuiuiui. Also du haust ihm schon eine ordentliche Delle in die Rüstung. Und er taumelt so ein Stückchen zurück. Harry entschuldigt sich. Sorry. Aua. Dringt durch den Helm. Willst du dich noch bewegen oder willst du da bleiben? Wenn du dich jetzt bewegen würdest, könnte er dich angreifen kostenlos. Aber du könntest dich trotzdem bewegen. Du könntest auch deine Bewegungsaktion benutzen. Nee, kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Sorry, du hast ja angegriffen. Nee, ich bewege mich nicht. Ich bleibe erstmal da. Also okay. Können die mich von hier angreifen? Ja. Aber ich bin... Ja, okay. Ja, ich bleibe da. Okay, alles klar. Dann haben wir als nächstes Amos. Mit meiner 1. Entschuldigung, das sind natürlich noch andere Leute. Das war meine 1? Der Armbrustschütze schießt auf Amos. Yay. Trifft nicht. Yay. Eindeutig nicht. Landet neben dir in der Taverne, der Bolzen. Und der andere Ritter läuft einmal in eure Richtung. Bis dort. Jetzt bist du dran. Wenn ich jetzt vorbeilaufen würde, könnte mich treffen? Nein, du kannst quasi hinter... Jetzt vorbei. Okay, also der Bolzenpfeil neben mir in der Wand hat mich gerade wieder ein bisschen wachgerüttelt und ich bin jetzt auch da. Und ich würde erstmal gerne versuchen, da hinten in die Halbdeckung zu laufen. Ja. Wie weit kannst du laufen? 9 Meter. 9 Meter, dann machen wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das reicht. Okay, und dann würde ich gerne in meinem Buch nachschlagen und mich auf die Suche nach Dingen, die mir helfen, machen und die Krone des Wahnsinns finden und sie gerne auf diesen Kämpfer zaubern, denn ich habe eben gesehen, ich kann nur Nahkampfangriffe damit machen. Soll ich den einmal nochmal ganz vorlesen? Ja, bitte gerne. Ist ein bisschen komplizierter. Eine Kreatur meiner Wahl in Reichweite, die ich sehen kann, muss einen erfolgreichen Weisheitsrettungswurf ablegen und ist dann verzaubert von mir. Nicht geschafft. Hat sie nicht geschafft? Nein. Also klappt es. Ja. Gut, das ist schon mal schön. Und die Person ist von mir verzaubert und ich kann ihr jede Runde ein Nahkampfziel befehlen, was sie für mich angreifen soll. Und ich muss jede Runde meine Aktion darauf verwenden, diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Und
die Kreatur darf jedes Mal einen Weisheitsrettungswurf machen. Ja, alles klar. Du merkst, dass der Ritter, der eben noch auf deine Kameraden zugelaufen kam, dass sich plötzlich ein rundes Band aus dunkler Energie um seinen Kopf formt, wie eine Krone, die ihm aufgesetzt wird. Und dann guckt er plötzlich sich leicht verwirrt um. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Und dann guckt er in die Richtung seiner Kameraden. Ja. Darfst du ihm das jetzt schon befehlen oder erst nächste Runde, ne? Erst wenn er wieder dran ist. Okay, alles klar. Und dann am Ende seines Zuges muss er wieder in den Weißen. Alles klar, perfekt. Dann ist diese Runde einmal vorbei und ihr blickt nach links und seht dort bekannte Gesichter auf den Hafen zulaufen. Und ihr anderen drei dürft euch einmal positionieren, und zwar an dem Ende des Spielfeldes. Wo soll ich dich hinlegen? Wie, in welcher Reihenfolge lauft ihr? Ich würde relativ weit vorne laufen. Ich laufe auch so? Ja. Oh, nee, das ihr könnt euch auch, ihr könnt euch platzieren, wie ihr wollt. Ach so, auseinander schon, dass wir ein bisschen weiter uns bewegen können. Und tatsächlich, ihr seht auch, da finden gerade Kämpfe statt, es wird geschossen, also ihr seid vorbereitet. Ihr könnt Waffen schon vorher ziehen, wenn ihr wollt. Und du hast Cedris aber noch dabei. Ja. Das ist Cedris. Ah! Oh, er hat sogar einen eigenen Token. Und deine Mutter ist auch dabei, stimmt, ja. Oh. Das ist schön. Oh oh. Versteckt euch. Genau, die grauen Token sind quasi neutralen NPCs, die ihr mithabt. Denn das, genau. Und die agieren immer, wenn ihr dran seid. Mhm. Ja? Dann könnt ihr quasi was mit dem machen. Also, aber wir befehlen denen das. Ja. Okay. Ihr könnt immer, also die können nicht angreifen, weil das eine ist eine alte Frau und das andere ist ein Kind. Klar. Aber ja. Los, Mutter, Feuerball! Ich beschwöre Mutter! So, und dann darf bitte einmal Milva eine Initiative würfeln. Mhm. Oh nee, der ist schlecht. Habt ihr schon ausgekaspert? Oh, das. Plus 3 sind immerhin 10. Immerhin. Dann bitte Amos. Ach, Amos hatten wir schon, entschuldige. Weiter bitte. Ja. Wäre eine 9. Und dann haben wir noch Dinda. Oh, 7. Kurz auf der 15. Ihr seid alle sehr nervös auf jeden Fall. Ich das mal kurz Außer Alea. Außer Alea. Aber es passt auch, weil sie auch die einzige ist, die Kampferfahrung hat. Das stimmt, ja. Und mit Alea beginnen wir die nächste Runde. Let's go! Ja, ich werde jetzt natürlich, das macht gar keinen Sinn, wenn ich den angreife. Weil der ist ja mit der Krone des Wahnsinns bezaubert. Der nee, ist er nicht. Der ist es. Der ist bezaubert. Ja. Ja, und auf den hättest du jetzt einen hinterhältigen Angriff? Genau, wollte ich gerade sagen. Dann starte ich meinen hinterhältigen Angriff mit einem Dolch, den ich werfe, also Fernkampfwaffe. Starte ich meinen hinterhältigen Angriff auf den Ritter, der gerade vor Harry steht. Was bedeutet hinterhältiger Angriff? Kannst du das hinterhältiger Angriff bedeutet, einmal pro Zug kann ich eine Kreatur, die ich treffe, also ich muss sie erstmal treffen, zusätzlich 2W6 Schaden hinzufügen, wenn ich bei dem Angriff im Vorteil bin, was ich aktuell bin, weil Harry mit dem Ritter im Nahkampf verweilt. Dieser Angriff muss mit einer Fernkampfwaffe oder einer Waffe mit der Eigenschaft Finesse ausgeführt werden. Der Dolch hat beides, also das ist auf jeden Fall problemlos. Und ich müsste nicht im Vorteil sein, wenn die Person, der Kreatur, die ich angreife, in einem Umkreis von 1,5 Meter ist, aber das ist weiter weg. Nee, das ist gut, ja. Nee, es ist im Nahkampf, genau. Das ist fast quasi erledigt. Ja, dann würfel bitte mal. Genau. Ja, ich würfel jetzt mal meinen Dolch, den ich werfe. So. Ja, das ist eine 15. Die trifft. Mach mal Schaden. Okay, dann habe ich ein W4. Erstmal, das ist eine 2. Plus 3 sind wir bei 5. Das waren W6. Oh, das waren sorry. Dann jetzt nochmal eine 4. Das ist auch eine 2. Also ist es eine 5 plus 2 W6. Mhm, dankeschön. Was hatten wir jetzt gerade? Wir hatten eine 5. 14. Das ist eine 14. Dein Dolch fliegt durch die Luft und trifft den Mann voll in den Hals und er kippt einfach zur Seite um. Und du siehst einfach nur, wie plötzlich von oben irgendwie ein Dolch geworfen wird und der Mann einfach umkippt. Vor mir? Der neben dir, ja. Oh Gott, Harry blickt nur Harry, so auf alles gut? Alles gut? Team 13! Der Magier sieht das natürlich. Hat darauf gar keinen Bock. Aber Team 13. Und wirkt noch einmal seine heilige Flamme. Bitte einmal einen Geschicklichkeitsrettungswurf, bitte, von Alea. Ups, sorry. Das habe ich auf Geschicklichkeit. Das ist eine 15. Das reicht. Warte. Mach mir keine Hoffnung. Das reicht, ja. Oh. Das reicht.
Warte. Ja, du merkst, dass dieses Licht auf dich zufliegt und in dem Moment machst du einfach einen Schritt zur Seite und das Licht fliegt an dir vorbei. Zwinker noch so Milva zu. Oh, wow. Okay. Dann haben wir als nächstes Milva. Ich sehe das natürlich, dass da Alea angegriffen wird. Okay. 45 Meter müsste der... Das sollte reichen, ja. Gut, dann... Ist das noch in deiner Kernschussweite, in deinem Grund? Ja, ne? Ja, 45 Achso, oder 180. Achso, ja, du hast einen langen Bogen. Ja, okay, gut. Und gar kein Problem. 13 plus 7 sind 20. Trifft. Mhm. Gut, dann sind das 1 wie 8. 8 ja. plus 3, 11. Mhm. Plus deine nochmal Vögel. Die Vögel. Mhm. Ja. Gut. Genau. Dann dürfen wir 4 Vögel. 1 wie 6 war das, ne? Sorry. Plus 1. Also 12 Schaden. 12 Schaden. Ein Pfeil löst sich plötzlich aus der Dunkelheit und ihr seht gegenüber eure Freunde auf den Platz laufen und trifft den Magier einmal mitten in die Schulter, der aufschreit, aber noch steht. Team 13! Also Harry guckt erstmal auf Alea, dann guckt er so auf Milva und dann kratzt er sich im Nacken und sagt, okay. Okay, ich hab, auf diesen Moment habe ich gewartet. Und er schlägt sich so auf den Unterarm und da ploppt so eine kleine, wie so eine, also eine Klappe auf und so ein kleiner Mana-Stein ist da drin. Und dann streckt er seine Hand aus und zeigt auf den Schützen da hinten auf dem Dach. Mhm. Und auf den er wirft einen Blitz. Okay. Okay. Dieser Blitz. Der trifft mit einer, also hoffentlich mit einer 19. Das trifft, ja. Also hoffentlich. Ja. Natürlich trifft das. Okay, okay, okay. So. Was macht der Zauber? An dir ist der Blitzwerfer, ne? Genau, das ist ja. Der Blitzwerfer. Der macht einen Blitzschaden von 1W6. Mhm. Okay. Oh. Aber macht nur erstmal einen Schaden. Mhm. Aber einmal pro Zug kann ich dann zusätzlich 1W6 gleißenden Schaden verursachen. Dann mach das doch mal. Das. Okay. Okay, also es ist eine 3. Mhm. Also es sind jetzt insgesamt 4. Ja, ein Blitz löst sich aus deinem Handschuh, fliegt nach oben Moment. Zu den Armbrustschützen. Ja. Hier steht bei mir beim Schaden 1W6 plus 4 beim Blitzwerfer. Ja, du kriegst du drauf. Also es ist eine 5 gewesen plus die 3 ist eine 8, ja. Eine 8, okay. Okay. diese Lichtkugel, diese Blitzkugel fliegt nach oben und der Mann wird nach hinten geschleudert, aber steht anscheinend noch. Aber sah schon gut aus. Ja, kann ich nicht anders sagen. Willst du dich noch bewegen? Und dann, würde ich noch... Wie weit kann ich mich nochmal bewegen? 9 Meter. Okay, dann... Reicht das? Kann ich mich so quer bewegen? Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin ich dann hier in... Ja, okay, in da würde ich hingehen. Mhm. Oh ja, das ist klug. Alles klar. Dann haben wir Vaida. Yes. Denk an Cedrus, ja. Der ist auch noch dabei. Ich habe an ihn gedacht, ich denke immer an ihn. Natürlich. Mein kleiner Bruder. Vaida würde sich mit Cedrus gemeinsam hier in den Schutz bewegen, Cedrus etwas hinter sich verstecken und dann in Richtung des... Wie viele... wie steht es um den Bogenschützen? Der sieht ziemlich mitgenommen aus. Der sieht ziemlich mitgenommen aus. Schütze, ja. Alles klar, dann würde ich einmal meinen Zaubertrick gehässiger Spott gegen den Bogenschützen einwürfen und sagen, hey, du bist doch der, über den ich letztens den Bericht verfassen wollte. Bedeutungslose Person von Bruggenstein, nicht wahr? Wow! Wie funktioniert das? Darf der einen Rettungswurf machen oder machst du einen Der Moment. Wenn mein Ziel mich hören kann, muss ihm ein Weisheitsrettungswurf gelingen gegen... 13. Nimmt seine Armbrust, zerbricht die über den Knie, dreht sich um und geht. Gib mir das einmal her. Du warst schon sehr angeschlagen, deswegen reicht das vollkommen aus. Und weiter würde noch eine Bonusaktion einsetzen, und zwar würde sie ihren Mantel der Inspiration einsetzen, eine bardische Inspiration dafür aufbrauchen und als dieser Mantel der Inspiration Amos und Alea einmal so magisch umhüllt, bekommen sie 5 temporäre Trefferpunkte. Ist das eine Bonusaktion? Das ist eine Bonusaktion. Perfekt. Ja. Wie viel Reichweite hat denn die? Bei Amos ist ja ziemlich weit weg. Das steht hier tatsächlich nicht. Deswegen gehe ich einfach jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass sie
Hast du eine Reichweite bei bardischer Inspiration? Ich glaube, du musst sie sehen können, kann das sein? Nur? Als Bonusaktion kannst du eine Aufladung deiner bardischen Inspiration verbrauchen, um dieses Merkmal einzusetzen. Tust du dies, so bestimme eine Anzahl an Kreaturen, maximal in Höhe deines Charisma-Modifikators, die dich sehen können. Okay, ja, perfekt. Jede der Kreaturen bekommt 5 temporäre Trefferpunkte und kann eine Reaktion einsetzen, um sich zu bewegen, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren. Das ist auch praktisch. Wie sieht denn das aus? Wie motivierst du denn deine Kameraden? Ich zücke natürlich sofort meine Panflöte und spiele ein kleines Lied und sowohl Alea als auch Amos fühlen diese Musik in sich aufgehen und fühlen sich auf einmal ekstatisch. Richtig. Ich bin jetzt richtig aufgepumpt, Jungs. Töten! Naja, Leben. Lebenspunkte dazu bekommen. Okay. Dinda. Nur kurz zu den NPCs nochmal. Die können auch sprinten, das bedeutet, sie dürfen auch die doppelte Bewegung nehmen. Ich kann einen Zaubertrick als Bonusaktion und dann einen Zauber als Aktion nutzen, richtig? Nur wenn der Zaubertrick eine Bonusaktion ist. So nämlich. Ich glaube, das ist er nämlich. Wenn das da steht, dann ist er einer. Wie meinst du denn? Da steht eine Aktion. Fuck. Okay, ja gut, dann würde ich als Bonusaktion erstmal mein Schild vor mich ziehen. Ja, ich gehe davon aus, dass ihr euch vorbereitet habt. Okay, ja. Das kannst du machen. Eigentlich mein Plan B. Denk dir was Neues aus. Ja. Komm. Okay, das heißt, ich habe den Schild vor mir. Ich würde erst einmal dann göttliche Führung auf Milva wirken. Dadurch kannst du. Eigentlich will ich den Helden. Ja, doch. Göttliche Führung auf dich wirken. Dadurch kannst du noch einen W4 auf einen nächsten Attributswurf drauf tun. Nice. Ich leg dir also meine Hand auf den Rücken und bete in mich hinein. Und gebe dir einmal eine. Hat kurz Knack Führung gemacht im Rücken. Und denn der ist eigentlich Chiropraktiker. Seine neue Bestimmung. Und dann würde ich mich 9 Meter, habe ich halt nur, das ist jetzt echt nicht so weit, würde meiner Mutter aber sagen, dass sie mal schön sprinten soll. Soll ich mich so anstellen, die kranke Mutter? Ja, okay. Und würde dann, glaube ich, selbst, bin ich hier in halber Deckung? Ja. Bei den Kisten bist du in halber Deckung. Und dann würde ich selbst 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Und dann meine Mom, es wäre hier wahrscheinlich in voller Deckung oder in halber? Ist auch halbe. Alles, was ihr in Kisten seht, ist halbe Deckung. Der Kran ist voller Deckung. Okay, dann würde ich sie hier hingehen lassen. Sollte, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, das passt ja wohl. Okay, alles klar. So. Ihr seht natürlich auch noch diese Kräne, die mit dem Schiff verbunden sind, mit großen Ketten. Dann würde ich sagen, lieber Amos, was macht denn der Bezauber, der mit der Krone des Wahnsinns, der Ritter? Ich würde mit dem erwachten Geist ihn in den Verstand flüstern. So eine tolle Idee, jetzt den Magier anzugreifen, oder? Für die Freiheit. Freiheit. Und er bewegt sich zu seinem Kollegen. Oh Gott. Und haut ihm einmal richtig aufs Maul. Ja. Und verfehlt gnadenlos. Oh, also es ist wirklich so, er hält kurz inne, als er ausholt, weil du merkst, er will das eigentlich gar nicht. Mhm. Und sein Kumpel macht dann einfach so Schritt zur Seite und das Schwert einfach daneben. Und er macht einen Weisheitsrettungswurf, der nicht besteht. Das heißt, er ist weiterhin bezaubert von dir. Und dann bist du dran, Amos. Ich muss meine Aktion darauf verwenden, ihn weiterhin bei mir zu behalten. Würde aber gleich schon mal in Richtung von. Vielleicht kann man da erkennen, ob das der Mechanismus ist, der es festhält auch? Nein, der befindet sich in einem der Gebäude. So wie es jetzt aussieht, müsstet ihr wahrscheinlich eher die Ketten sprengen, tatsächlich. Mhm. Okay, aber dann würde ich mich trotzdem schon mal so irgendwie in die Richtung begeben. Ja, beweg dich mal, wo du hin möchtest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da würde ich erstmal stehen. Okay, wunderbar. Und ihr blickt nach draußen, ihr hört ein großes Luftschiff anfliegen. Und durch das große Tor, was in Richtung des Hafens führt, wo ihr auch gerade durchgekommen seid, treten mehrere Soldaten. Es kommt Verstärkung, wir müssen uns beeilen. Angeführt von niemandem Geringeres als Heinrich Goldherz, natürlich, dem Posterboy, der alte Heinrich, der Stadtwache, der Big Bad Evil Guy, mehr so der in ganz kleine klein, kompakt, Evil Guy. Einfach nur unsympathisch. Heinrich die alte Schachtel. Magst du die mal hinter Milva postieren bitte, alle vier? Ah, das finde ich jetzt nicht so geil. Und ihr blickt zu einer kleinen Seitengasse, dort wo Alea sich befindet. Und aus der Seitengasse tritt Weilers Mutter
zusammen mit den Eltern von Amos. Was? Was? Moment mal. Super Timing. Die will ich gar nicht mitnehmen. Was ist mit meinen Eltern? Was ist mit meiner Familie? Und ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute, oh, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ach, liebe Leute, ihr müsst euch gar nicht grämen, denn nächste Woche geht es ja schon weiter. Habt vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch an Funk und die Kirchen. Ja, und nächste Woche gucken wir mal, wie das Ganze hier ausgeht, ne? Bis dann. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf Geschichten aus dem echten Leben, schaut vorbei bei Leroy will's wissen. Der hat fantastische Gäste und redet über spannende Themen. Bis nächste Woche.